Ja, du hast ja vorhin die 10 einzelnen Disziplinen von den Meisterschaften erwähnt. Und verwendest du dann speziell irgendwie die eine Technik nur für die eine Disziplin, meinetwegen eben historische Daten oder für die Karten? Oder ist das vom Prinzip relativ ähnlich? Oder kannst du da kurz vielleicht. Also es ist immer relativ ähnlich. Ich benutze bei den meisten Disziplinen einfach die Routenmethode, weil das machen auch die meisten, also fast alle Gedächtnissportler, eigentlich alle benutzen die Methode. Und dann ist es bei manchen Disziplinen noch ein bisschen spezieller, zum Beispiel bei Namen und Gesichter merken. Da stelle ich mir einfach, versuche ich mir den Namen zu merken, indem ich aus dem Namen irgendwie ein Bild mache. Also Fabian, da stelle ich mir halt einmal Farbe vor, ja? Und den würde ich dir dann über den Kopf schütten, sozusagen. Und dann würde ich, müsste ich da gar keine Routenmethode benutzen unbedingt, weil ich, wenn ich dich wiedersehe, sehe ich den einmal Farbe Farbe und sozusagen. Namen. Und dann habe ich Fabian. Das heißt also, ich mache aus dem Namen irgendwie ein Merkbild, suche mir da ein Schlüsselwort für. Und so funktioniert es bei euch ja auch ein bisschen in die Richtung, dass man sich aus dem Wort, das man lernen möchte, ein Merkbild macht und es dann irgendwie Was verknüpft. dann nicht mehr so Genau, abstrakt also ist, sondern. Assoziationen sind ganz wichtig und die Routenmethode und so, das sind die Haupttechniken, die man da Genau, ist nutzt. quasi der kleinste gemeinsame Nenner, so dieses Visuelle und Bildhafte, was sich eigentlich durch allen Techniken Immer, also zieht, genau. alle benutzen Bilder, der eine baut vielleicht noch mehr ein, was er noch dabei hört und was er dabei schmeckt oder so vielleicht. Und aber alle arbeiten visuell und jeder legt Orte oder jeder legt Bilder auf Orte ab. Das ist mehr oder weniger eine Grundlage. Ja, Ja. jetzt hast du ja schon ein paar Mal erwähnt, die Routenmethode. Manche nennen sie auch Loki-Methode. Vielleicht haben es jetzt ein paar Zuschauer noch nie gehört. Kannst du noch mal kurz erklären, was das ist für eine Ja, wunderbare also die Methode? ist schon sehr alt, die gibt es schon seit 2000, 3000 Jahren. Das hab ich nicht erfunden, haben die Gedächtnissportler nicht erfunden. Das haben schon die alten Griechen benutzt, um ihre Reden frei zu halten. Also die konnten auch mal 2 Stunden frei reden. Damals war auch schlecht mit Zetteln und so Steintafeln immer mit sich rumschleppen, das ist halt auch nicht so optimal. Und deswegen kamen die irgendwann nur, also Cicero, einer der ersten, der damit gearbeitet hat, der ist im Grunde, und so machen wir es heute auch, einen bekannten Weg, den er kannte, lang gegangen, in Gedanken. Und wäre bei mir jetzt so, dass ich zum Beispiel durch meine Wohnung gehe. Meine Wohnung kenne ich sehr gut, da muss ich nicht dort sein, um jetzt da lang gehen zu können im Kopf, sondern ich weiß, okay, da kommt die Eingangstür, dann kommt die Garderobe, dann kommt so ein kleines Schränkchen und dann kommt ein Stuhl. Und das sind die 4 Punkte. Und an diesen 4 Punkten hänge ich jetzt mental die Schlüsselbilder, die ich mir da merken möchte. Also wenn ich mir jetzt unbedingt Fabian merken möchte, dann stelle ich den an meine Tür mit dem einmal Farbe auf der Kopf. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel etwas ganz Einfaches mache, wie eine Einkaufsliste, dann stelle ich mir vor, okay, da ist jetzt der Fabian, den will ich zwar nicht einkaufen, aber am nächsten Routenpunkt, da hängen die Bananen an der Garderobe und in dem kleinen Schränkchen, da ist ganz viel Milch drin und die läuft da so raus und es ist alles schon ganz nass und auf dem Stuhl liegt das Brot und es sind die ganzen Krümel auf dem Brot und ich denke mir, wer hat denn die Sauerei hier gemacht? Und wenn ich dann wieder im Kopf meinen Weg lang gehe, sehe ich an der Tür den Fabian und dann die Bananen an der Garderobe und in dem kleinen Schränkchen die Milch, die da rausläuft und auf dem Stuhl das Brot. Das heißt, diese Orte im Kopf, das ist die Loki und die gehe ich in Gedanken lang und dann habe ich eben nicht nur 4, sondern in meiner Wohnung 50 und dann ja im Einkaufszentrum, im Park und durch die Uni und so weiter habe ich mir viele, viele hundert, also insgesamt fast 2000 solcher Punkte inzwischen zugelegt. Und man kommt aber auch schon mit 200 Punkten echt ziemlich weit. Also wenn man das schafft, und es ist für jeden schaffbar, 200 Punkte sich irgendwie aufzubauen, kommt man schon echt ganz gut klar.